Oh mein Gott, where I am? Ich glaube, ich bin verloren gegangen. Nur das glaubt mir jetzt keiner. Was würde ich machen? Das war die Frage von Andreas Fromme. Was würde ich machen, wenn ich verloren bin? Ich würde wahrscheinlich erstmal anhalten. Ich würde stehen bleiben, meine Adrenalin überwinden und mich umhorchen und umgucken. Wenn, wie jetzt, es etwas bewölkt ist, würde ich trotzdem gucken, ob ich die Hauptlichtrichtung sehe. Sie ist da. Wir haben es abends, also wird das eine westliche Richtung sein. Für mich eine grobe Orientierung. Ich würde gucken an die Bäume und ich würde schauen, wenn eine Seite mehr bemoost ist als die andere, dann würde ich wissen, das sind westliche Richtungen. Zumindest hier in Europa. Nordeuropa, wir haben das. So, das bedeutet, ich würde eine Richtung einschlagen und versuchen, diese Richtung beizubehalten, bis ich irgendwo zu einem großen, am besten zu einem Fluss komme, wenn ich wirklich nirgendwo bin, oder zu einem großen einschneidenden Ereignis, von wo ich aus dann mich weiter orientieren kann. Wenn ich zu einem Fluss komme, habe ich schon gewonnen, weil ich gehe einfach flussdownwärts oder bachdownwärts und ich werde irgendwann in Zivilisation landen. Zumindest in unserem Breitengraden. Also Andreas, danke für die Challenge. Danke für deine Aufgabe, die du gestellt hast. Ich bin sehr froh, dass du den Kanal gemacht hast. Auf Wiedersehen.